Oh yeah, Elektroschrott. Ich habe jetzt mal die schwierigste Entscheidung bei dem Roffelcopter einigermaßen getroffen, nämlich wie ich die Kabel verlegen will. Sieht hier ja schon total ordentlich aus, ja. Ja gut, okay, man erkennt auf jeden Fall, was ich vorhabe. Nämlich, ich werde die Kabel beispielsweise von den ESCs immer auf die andere Seite rüberlegen und dann hier hin. Die Kabel von dem Power Distribution Board, die mache ich dann ziemlich kurz und hier dran. Dann mache ich das Ganze hier, beziehungsweise hier mit einem Kabelbinder immer fest. Und am hinteren Ende lege ich sie ganz nach hinten und mache sie dann auch nochmal hier mit einem Kabelbinder fest. Okay, Problem Teil 1 gelöst. Problem Teil 2 war, wie kommen dann die Stromleitungen von den Motoren zurück zu den ESCs? Da habe ich mich jetzt für Folgendes entschieden. Die Motoren werden ja hier drunter gestoppt. Dann werde ich die Stromleitungen hier oben entlang an den Auslegern jeweils hier reinführen, also ne, oben in das Teil rein in den Kopter. Dann durch diese Löcher hier nach unten und dann an den gegenüberliegenden ESC jeweils an die Teile. Ich meine, da hätte man eher drauf kommen können. Ich habe die ganze Zeit lang obsessiert, wie ich es am sinnvollsten hinkriege, dass der Motor irgendwie, dass ich das hier zurück und dass das passt. Doch, ja gar nicht. Wenn ich es einfach an die gegenüberliegende Seite anschließe, ist alles wunderbar. Ja, die Steuerleitungen, die werden dann das geringste Problem sein, nehme ich mal so an. Da kümmere ich mich dann drum. Aber nachdem ich jetzt weiß, wie die Kabel mal so ganz generell laufen sollen, kann ich jetzt anfangen, meine Kabel zu konfektionieren und die Stecker dran zu machen und das auch beim Motoren. Und wenn ich endlich an den Motoren Stecker dran habe, naja, dann kann ich die Motoren bei Probe laufen lassen, auch wenn ich damit noch nichts machen kann. Und ja, da kümmere ich mich jetzt drum. Weil ich aber beim Steckerlöten definitiv ein bisschen Musik haben will. Ne? Wisst ihr ja, wie das ist. Das mache ich ohne euch. Okay, jetzt habe ich die Musik doch nochmal kurz ausgemacht, weil es hier noch was zu sehen gibt, was vielleicht gar nicht so uninteressant ist. Ich habe hier nämlich diese Kabeldinger hier, wo diese Bullet-Stecker drauf sind, oder wie die heißen. Ich weiß nicht, ob das hier scharf stellt. Na, so sehen die aus. Jedenfalls, die sind ziemlich kacke, an die Kabel hier dran zu bekommen, weil man als Mensch einfach deutlich zu wenig Hände hat. Und ich habe mir gedacht, ich zeige mal kurz, was ich mir gerade so zurechtgefuchst habe, wie das doch geht. Da nehme ich nämlich so eine blöde Hülse hier. Da muss man dann darauf achten, dass man das weniger tiefe Loch nach oben macht, da wird reingelötet. Hoppala, komm her, Hülse. Und die Hülse, die spanne ich hier in die dritte Hand ein. Und das zugehörige Kabel, das ich hier schon abisoliert und verzinnt habe, ja, oder hier dem Ende, das spanne ich hier in so eine Kreuzpinzette an und hänge es wirklich hinreichend tief da in das Ding rein. Ich schaue mal kurz, ob ich euch so ein bisschen Tele machen kann. Schwurb. Ja. Ja, genau. Man sieht hier ziemlich genau, was passiert. Und genau die Verbindung, die kann man jetzt eigentlich ganz gut löten. Also idealerweise mit einem sehr, sehr feinen Lötkolben. Ich verwende da jetzt mal die Weller SMD-Nadel. Oh. Da schiebt man einfach richtig fein Lötzinn rein und dann hätte es auch. Ich dachte mir, das muss ich dann doch mal zeigen, weil das fand ich jetzt gerade nicht ganz so trivial. Alle Kabel sind verlötet und geschrumpfschlaucht. Und jetzt kann ich sie an das Power Distribution Board dran dengeln. Dengel, 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 dengel. Das biestige Geraffel ist hier drauf gelötet und jetzt wird durchgepiept, ob das so einigermaßen passt. So, hier wollen wir keinen Kurzschluss mit irgendeinem von den plus 5 haben, aber passt, 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 passt. Aber und dasselbe für Rot. Gut. Wunderbar. Genau so soll es sein. Das hier ist ein klares Beispiel für Momente, in denen man weiß, dass man um die Zeit abends nicht mehr hätte löten sollen, wenn man feststellt, dass sowohl am Motor als auch am ESC Stecker sind statt an Buchsen und an Stecker-Dings.
Naja, ich habe ja zum Glück noch ein bisschen Schrumpfschlauch und die Kabel waren lang genug. Ich hatte mich ja erst gefragt, warum der Stifttoaster ja so eine Halterung hat, bei der das Ding hier so nach oben hinten zeigt. Ja, jetzt wo ich zum ersten Mal eine größere Menge Schrumpfschlauch verarbeiten musste, ist mir plötzlich klar, wieso. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr praktisch. Der Roffelcopter ist komplett angeklemmt. Ich werde jetzt die Fernbedienung anschließen und wir werden gleich sehen, ob die Motoren sich drehen, wenn ich anmache, oder ob das Geklöse platzt. Lassen wir uns überraschen. Ich arme jetzt. Es ist Abend. Yes, es funktioniert. Kinders, es funktioniert. Was soll ich sagen, Kinders? Es funktioniert. Es geht. Und das, nachdem ich heute wirklich erheblich gekämpft habe mit dem Ding, das ist großartig. Dreht sich. Ich habe jetzt noch ein winziges Problem. Das werde ich mal kurz hier, nämlich die Motoren. Die müssen hier drauf. Arschlochproblem, M3 Gewinde, M2 Bohrung. Das heißt, ich werde rausfinden dürfen, wie sich so in Carbon bohrt. Aber abgesehen davon sind jetzt eigentlich alle größeren Widrigkeiten überwunden und eigentlich muss ich es fast nur noch zusammenstecken. Ich war heute musikhungrig, deswegen habe ich euch aus dem nächsten Fertigungsschritt, den ich durchgezogen habe, einfach mal so rausgelassen und habe es mit Musik selber gemacht. Ich habe jetzt am der Gerät hier die ganzen ESCs verkabelt, die Verkabelung ist fertig, es sind die Kabelbinder dran, das Power Distribution Board ist festgeschraubt. Hier oben drauf sind im Großen und Ganzen jetzt alle Verbindungen, der Akku ist dran. Ich habe hier auch so einen kleinen Buzzer, der eine Batteriewarnung rauslässt, wenn die Akkuspannung zu niedrig wird. Und jetzt geben wir uns mal den geilen Moment und schauen, ob es noch geht oder ob ich die ESCs kaputt gemacht habe. Zu diesem Zweck aktiviere ich die Fernbedienung. Fernbedienung aktiv und was sagt hier hinten? Na? Ja, das ist gerade orange geworden, das heißt die Verbindung ist da. Jetzt schauen wir mal hier. Das ist jetzt nur eine blaue LED, das ist Power. Damit an den Motoren was passiert, muss man den Kram armen, ja, also scharf schalten. Und das mache ich jetzt mal. Mal gucken, ob die Fernbedienung das mag. Oh, grün ist angegangen, es ist armt. Und jetzt schauen wir mal, ob die Motoren auch was tun. Sie tun. Sprich, der wichtigste Teil ist jetzt eigentlich soweit fertig. Ich habe jetzt einfach für heute genug davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal so liegen. Aber ich denke, ich kann schon morgen in den nächsten Schritt einsteigen und hier oben den Deckel draufpacken, mir eine Befestigung für den Akku einfallen lassen, die Propeller dran machen. Ja, irgendwas brauche ich auch noch, wo ich hier den Empfänger richtig befestige. Der braucht auch noch ein gescheites Kabel, da muss ich noch ein bisschen löten. Oh, der Probeflug ist nicht mehr weit entfernt. Okay, ich habe euch jetzt das ein oder andere hier vorenthalten. Mann, ich habe den Roffelcopter jetzt mal zusammengesteckt. Ja. Hat ja nicht mehr viel gefehlt, eigentlich nur noch Akku drauf und ein paar Kabelverkabelbindern. Ja. Und jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Entweder er wird jetzt gleich abheben oder ich erlebe eine ziemliche Demütigung. Also schauen wir mal. Das erste, was ich tun muss, ist, dass ich das Biest hier bestromen muss. So wie die Kabel sind, das ist noch nicht optimal, da muss ich noch mal bei. Aber für den ersten Test wird es reichen. Ja. Das sieht so aus, als hätten wir Strom. Und jetzt mache ich mal die Fernbedienung an. Auch die piept. Der Fernbedienungsreceiver gibt mir auch ein schönes Signal. Dann schauen wir mal, ob wir es armen können. Ja, ein grünes Licht geht an. Jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen.
habe gerade eben alle Rotoren zerstört. Klasse. Ja, also, das ist jetzt blöd. Ein Rotor ist noch dran. Der Rest davon sieht ungefähr so aus und ist hier über das gesamte Zimmer verteilt. Ich glaube, ich muss jetzt erst noch mal neue Rotoren bestellen oder so. Mir ist gerade eingefallen, dass der geile Paul ja dafür gesorgt hat, dass ich zu meinem Geburtstag nicht nur einen Satz Rotoren bekommen habe. Ich habe so die komische Vermutung, dass der schon so eine Ahnung hatte. Sprich, ich habe jetzt nochmal den anderen Satzrotor, an den ich hatte, genommen, habe es umgekehrt montiert und jetzt wollen wir mal schauen, ob das besser funktioniert und ob es mir wieder um die Ohren fliegt. Ich arme. Mal ganz vorsichtig Gas. Da passiert nicht viel, aber diesmal bin ich vorsichtiger. Ich halte das Ding mal von unten fest. Sieht man das? Sieht man. Und schau mal, wie der Zug ist. Also es drückt alles runter. Die Rotoren müssen definitiv nicht so rum sein. Ja, dann montiere ich sie nochmal um. Noch ein Versuch. So, ein weiterer Versuch. Ich habe jetzt alles nochmal ummontiert. Jetzt schaue ich einfach mal. Ich halte es jetzt mal fest und gebe ganz vorsichtig Gas. Einfach mal schauen, in welche Richtung es zieht. Also, das zieht definitiv nach oben und zwar wie die Seuche. Nur, ich traue mich jetzt ehrlich gesagt nicht, das Ding nochmal hier drinnen fliegen zu lassen. Ich glaube, damit gehe ich morgen irgendwie mal nach draußen vielleicht oder ich weiß nicht. Soll ich mich trauen? Vielleicht einen ganz vorsichtigen Versuch. Okay, das ist was ich definitiv besser mal draußen probiere und wo ich auch vorher noch mal ein paar Sachen einstellen muss, so mit der Motorsteuerung und so einem Kram. Aber ich glaube, im Grunde genommen funktioniert's. Und das nächste Video, das ihr seht, ne? Da geht's dann schon ums Fliegen. Kennt ihr das eigentlich auch? Ihr steht morgens auf und ihr macht dann irgendwelche Sachen und plötzlich wird euch klar, was ihr am Vortag verkackt habt und ihr kommt euch so dämlich vor. Also das hier, ja, das ist das Konfigurationstool für diese CleanFlight Firmware für den Roffelcopter. Und das ist ziemlich cool, weil ihr seht selber, ne, also wenn der hier per USB connected ist, dann werden da die Sensoren ausgelesen. Und ich habe da heute Morgen noch ein bisschen rumgespielt, weil ich habe mir gedacht, nach diesen Crash-Kill-Destroy-Ergebnissen, irgendwas muss ja falsch sein, vielleicht muss ich noch was in der Firmware konfigen. Naja, ich zeige euch mal, was mir dabei aufgefallen ist. Das auf dem Bildschirm zeigt an, was die Firmware denkt, wie sie gerade orientiert ist, nämlich mit dem Kopf nach unten. Und in Wirklichkeit sind wir gerade mit der Seite nach unten. Was ist passiert? Ich voll Arsch hab vergessen, dass natürlich hier diese Platine hier, ne, also hier mit dem Flight Controller, dass die natürlich ein definiertes vorne, hinten, oben, unten hat, ja. Und wenn man das irgendwie falsch montiert, dann bringt man das Gerät gut durcheinander. Ich habe mir gedacht, das wäre optimal, es so zu montieren, weil man dann gut an den USB-Port kommt. Nur scheiße, dass die Seite, die die hier mit dem USB-Port, das ist hinten und nicht links. Ja, okay. Boah, ich bin so ein Eimer, echt.
Ja, ich nehme ihn jetzt nochmal auseinander und baue die Platine richtig rein, in der Hoffnung, dass die Kabel da auch noch alle genug Platz haben werden. Ich habe die nämlich eigentlich für diese Platinenausrichtung hier. Oh, ich Idiot. Ja, ich hatte kurz darüber nachgedacht, die Kabellage hier wirklich ganz knallhart zu optimieren und wirklich alle Kabel möglichst kurz zu machen. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass ich es noch nicht gemacht habe. Dann hätte ich jetzt nämlich hier ein Problem, wenn ich den blöden Flight Controller um 90 Grad drehen muss. Es ist schon schlimm genug, dass ich schon oben an dem Frame die ganzen Schrauben mit Schraubensicherung festgemacht hatte. Es war eine ziemliche Sauerei. Eine Schraube habe ich kaputt gedreht. Naja, das hat man halt davon, wenn man zu voreilig ist. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir den hier richtig hingedreht bekommen. Und auf die Schraubensicherung verzichte ich diesmal so lange, bis ich ganz genau weiß, dass alles passt. Irgendwas mit Kabelbindern mache, probiere ich aus, ob die Orientierung stimmt. Ja, natürlich ist es genau falsch rum. Ich habe jetzt eigentlich die vordere Seite nach unten. Er zeigt an, dass die vordere Seite nach oben zeigt. Will heißen, okay, nochmal umschrauben. Es gab noch eine Runde Gepfriemel, aber oben ist jetzt oben. Na endlich. Natürlich ist jetzt der Akku platt und ich muss das Mistding erstmal chargen, bevor ich auch bloß ein bisschen rumprobieren kann, ob es klappt. Okay, next try. Also ich habe jetzt alles neu verkabelt und den ganzen Kram, er ist soweit fertig. Eigentlich müsste es gehen. Arming. Ja, Kinder, es wünscht mir Glück. Das sieht für den Anfang gar nicht so schlecht aus. Nach vorne klappt. Nach hinten macht er richtig. Rechts-links sind vertauscht. Ich habe keine Ahnung warum. Da muss ich mich nochmal drum kümmern. Aus irgendeinem Grund waren jetzt rechts und links vertauscht. Das finde ich noch raus. Aber prinzipiell tut's jetzt. Und ich werde jetzt nochmal in dieser Rechts-Links-Problematik rumfrickeln. Und dann werden wir mal sehen, ob ich euch demnächst mal ein Video geben kann, wo wir vielleicht draußen frei ein bisschen fliegen. Ne? Und bis dahin, tschüssing. Halt, sind noch nicht fertig. Ich habe das Problem mit der Orientierung noch gelöst. War keins mit dem Roffelkörper oder mit der Firmware, sondern das kann man in der Fernbedienung einstellen. Okay, hätte ich auch selber drauf kommen können. Egal, jetzt ist das Ding jedenfalls richtig konfiguriert und ich brauche nur noch mal einen warmen, sonnigen Tag, wo ich mal rausgehen kann mit euch. Ne? Jetzt, aber wirklich. Ende. Tschüssing.